Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zurück zu Mirage, Assassin's Creed. Wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Bronzespiegel, sind immer noch auf dieser gleichen tollen Mission. Ich habe gedacht, letzte Folge, dass wir das abgeschlossen hätten. Haben wir aber wohl gar nicht. Also wir haben wohl neue, weitere Hinweise bekommen, habe ich gerade eben erst entdeckt. Also Ende letzter Folge, ist gerade eben. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und rauben den Bronzespiegel. Wahrscheinlich wurde der geklaut und jetzt klauen wir halt zurück. So, Hammam Sperrgebiet. Da drüben, 70 Meter. Mal schauen, wie wir damit jetzt begegnen. Arrekatinga, Arrekatinga. So. Hier muss es hin. Ich hoffe, die richtige Person findet es. Ach so, das war's. Gut, jetzt ist fertig. Hätten wir auch letzte Folge machen können. Fertigkeiten, okay, Codex. Nee, aber ich wollte... Ah, doch, Codex. Nein. Nachforschung, so. Legende. So, jetzt halt mal die Sachen hier. Der Waffenhändler, satirische Poet. Könnte man alles machen. Trifft sich mit dem Dichter. Mach mal, oder? Treffen wir uns mal mit dem Dichter. Aber wir hätten noch ein paar neue Sachen im Inventar. Zum Beispiel Dolch. Dolchi. 24, 41. Ja, Schaden 36. Verteilter Schaden, glaube ich, fährt oder irgendwas. Na schön. Codex. Müssen wir auch mal... Ich sag das jedes Mal. Müssen wir mal durchlesen. So, zwei Fertigkeitenpunkte. Sturzabfang. Auf jeden Fall. Was war das? Sinnesschärfe. Ja, das könnte man das nächste Mal machen. Auf jeden Fall ist für mich wichtig halt den Sturzabfang, weil ich springe halt so oft von irgendwelchen hohen Sachen runter und dann kriege ich halt immer Schaden, weil er sie nicht abrollen kann. Weil er nicht schlau genug dafür ist. So, da. Apotheke von Hailana. Ja, bitte nicht so schnaufen. Sonst kriege ich eine Sperre auf YouTube. So, einmal rüber. Danke. Darüber. Danke. Braucht immer eine Sekunde. Ich hoffe, was ich sowas von hoffe, wenn das nächste Assassin's Creed rauskommt. Bitte. Gottes Willen. Ich glaube, die benutzen jetzt auch eine neue Engine dafür. Bitte. Bringt diese Springen in den Griff. Das ist so eine Krätze. Ihr wisst gar nicht, vor allem die Entwickler. Das ist so eine Hölle. Vielleicht habe ich auch deswegen Assassin's Creed erstmal auf Eis gelegt. Jetzt mache ich es halt weiter, weil ich mich wieder beruhigt habe. Weil ich kriege da die ganze Zeit so einen Anfall, wenn ich die ganze Zeit so dumm rumspringen muss. Das ist einfach nur die Hölle. Das ist wirklich einfach nur Krebs. Das ist wirklich einfach nur Krebs. Wo sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt im reichen Viertel hier? Also die innere Stadt grenzt mal. Achso, das ist immer noch draußen. Aber innen waren wir auch schon mal. Ja, das wird schon passen. Hey, das dauert nicht lang. Klar dauert es nicht lang. Haha! Erstmal die ganze Mauer aufschrecken. Da müssen wir öfter mal langlaufen. Da kriegt man so viele Sachen. Da bist du ja. Da bin ich ja. Wo bin ich denn? Ich würde mich gerne umdrehen. Oh ja, komm ein paar.
Da bin ich ja. So, bitte schnell rein. Aua. Tschüssikowski. Du kannst nicht fliehen. Da bist du ja. Können nicht oder wollen nicht? Oh yeah. So, sind wir gleich da? Ich glaube, hier können die mich nicht verfolgen, oder? Boah, aber das Licht jetzt gerade. Der Teppich ist doppelt. Da sind zwei Teppiche drauf, okay, geil. Hey, hat Jamal schon bezahlt? Dann geht's halt schneller. Ja, jetzt komm, spring. Das Springen ist auch so die Hölle. Manchmal geht's nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da müssen wir hin. Welche Richtung? Das wird mir nicht mal angezeigt. Ah, oh, da drüben. Was Neues für die Quest? Oder für den Codex? So, das ist da hier. Das lesen wir jetzt nicht durch. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Es wird nicht mal auf der Map angezeigt. Links und dann da vorne. Hier und dann da vorne. Was ist denn hier eigentlich so staubig? Ist das ein Sandsturm? Ein Sandsturm hatte ich glaube ich auch noch nicht bisher. Was haben die jetzt eigentlich? Solange ich niemanden töte, ist auch alles gut. So, die werden mit Sicherheit da oben drauf kommen aufs Dach. Erstmal kurz verstecken. So, hey, sind wir hier? Bin ich falsch gelaufen? Ich wollte doch dahin. Ich bin über die Mauer gelaufen, ja. Mit dem Dichter. Mh. So. Da vorne. Gut, dann gehen wir halt nochmal durch das Tor. Als ungebetener Gast. Aber ich. Ah, er flieht. Ja, er flieht. Um seines Willen. Oder eures Willen. Mal wieder ins Wasser. Weil ich gerade irgendwie gefühlt alle 5 Minuten. So, jetzt suchen sie mich. So, da muss hier irgendwo sein, da vorne. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Dauert nicht mehr lang, dauert nicht mehr lang. Noch irgendjemand, der mich jagen möchte? Ach ja, die drei Herrschaften. Ein schwungvolles Lied, gefällig? Musik macht meinen Ohren stets Freude. Lasst Musik erschallen. Das muss man eigentlich nicht machen. Ich muss mich ja mit dem treffen. Da stand doch, triff dich mit dem Dichter. Da.
Der satirische Poet trifft sich mit dem Dichter. Musiker. Bürger der Mutter Simmen für all jene, die heute den Basar besuchen. Egal. Dafür war es mir wert. Gottes Willen. Den Schwachpunkt. Rufe Hilfe. Hab dich. Was haben die alle auf einmal? Man kann ja nichts in Ruhe machen. Die haben ja die ganzen kostbaren Dinger verschwendet. Triff dich mit dem Dichter. Hab auf Musiker geklickt. Gibt's doch nicht. Klar, mein blöder Verdienst. Ich habe halt die Truhe dann geplündert. Hätte nicht machen sollen. Na da, ich soll mich ja mit dem Dichter treffen da unten. Aber jetzt habe ich den halt auch bezahlt für irgendwas. Bürger Bagdads, unsere Gelehrten warnen uns, dass den Vorzeichen nach der Tigris dieses Jahr über die Ufer treten wird. Bitte sichert eure Heimat und beschafft euch die nötigen Mittel. Na gut, ich muss halt erstmal meine Bekanntheit senken. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob mir jetzt so ein... Ach, Kakerlaken, Alter, man hat mich gerade schon gewundert. Ist halt die Frage, ob man jetzt... Wo sieht man das überhaupt? Inventar. Ich glaube hier, da hat man 3, oder? Weiß ich nicht. Jetzt stirbst du! Oh, das gibt's doch nicht. Wie soll man das denn machen? Hä, das Kamel rennt mir nach? Wir aufsteigen, ich mach grad nichts. Das Spiel macht's alleine. Ich mach dich alle! Wer bei euch da echt so Schnecke? Oh Gott im Himmel, lass mich doch da durch. Bist du ja? Ich bin nirgends. Sag mal. Tschüss. So, wo kommen wir jetzt im Maze-Gebiet? Bab de Matsch. Na, ich glaube, das wird nichts mehr. Schaffst du nicht. Weißt du, die schlachten alle ihre eigenen Leute ab, nur um mich da zu finden. Oder zu kriegen. Können wir da auch essen? Ne, da können wir das Ding benutzen. Hä, da? Sprechen. Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Meine Entrüstung hat mich übermannt. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können?
Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Weißt du, dann waren es die zwei auf dem Marktplatz überhaupt nicht. Toll. Jetzt habe ich zwei Edeldiamanten oder was auch immer ich da hatte, verschwendet. Hier soll man mal einen Zaun. Verschwendet. Ein Hindernis vor uns. Das verdirbt. Was verdirbt dir die Laune? Der Weg ist frei. Ja. Ich hoffe, dass ich die zwei Dinge einfach wieder zurückbekomme irgendwann mal. Wahrscheinlich durch ja, einfach wieder Truhen öffnen oder irgendwelche Leute bestehlen. So, hoffentlich keine Wachen. Jetzt bin ich arm dran. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält. Aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Säubere die Umgebung. Bitte des Auftraggebers, keinen Schaden zu nehmen. Das oder was? Hab Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Okay. Bleib stehen und kämpfe. Bleib weg. Genau so. Jetzt machst du den. Jetzt die Ratte mit Pfeilen. So, der ist weg. Da bist du. Ein Schritt näher. Oh, scheiße. So, ist hier noch irgendeiner? Der irgendwas Böses möchte? Die Gefahr ist vorbei. Was ist nur mit dieser Stadt los? Willst du mich nicht verstehen? Doch. Nein, Schatz, ich verstehe dich nicht. Lass mich. Ich frage mich, warum manche blau sind und die anderen rot. Sind die Blauen eher so Leibwachen und die Roten gehören zur... Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Ich kümmere mich um sie. Ach, die da vorne. Also einer da vorne, oder was? Lass das bitte. Nein. Achso, ja, gut, ich sollte jetzt die vielleicht nicht hierher locken. Bezahl für deine Sünden. Nee, brauche ich nicht. Ich peile dich aus. Wenn du ein Mann wärst, würdest du kämpfen.
Nein, 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 weg. Puh, der ist stark. Mist, er kommt uns. Ach. Das gibt's doch nicht, oder? Ah. Musste sein. Gibt's hier noch irgendwas zum Futtern? Zum Hochheilen? So, das. So. Jetzt ist es sicher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lang es noch geht. Ich bräuchte aber demnächst wirklich was zum Essen. Warte. Einmal das hier. Da ist nix. Hab doch mal Geduld. Und renn nicht davor. Davon. Und das war's. Ich werde hier von ein paar Freunden abgeholt. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken, noch lange nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. Okay. Auftrag abgeschlossen. Sehr, sehr, sehr schön. Ah, wir haben wieder ein paar Sachen bekommen. Dann werde ich jetzt aber noch mal ein bisschen Heilung suchen. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Irgendwas halt zum Futtern. Auch mal, es irgendwas gibt. Ach, wir haben auch wieder drei von den Heilungstrinken bekommen. Oder zwei. Ich glaube, einen hatten wir noch. Nee, einen hatten wir nicht mehr. Wir haben drei bekommen, okay. Stimmt. Was da los? Flippt die Katze aus. Sternwarte, Ort entdeckt. Na gut. Nee, ist nichts zum Essen. Bitte was? Die Ente kommt zu früh? Kackt er die aus, oder? Sprechen. Mein Herz, Sadiki, lässt mich im Stich. Lass mich dir helfen. Vielleicht gibt es einen Arzt, zu dem ich dich bringen kann. Zu spät. Doch ich habe noch so viel zu tun. Mein Lebenswerk. Ein Traktat über die himmlischen Sterne. Ich muss es zum Haus der Weisheit bringen, ehe meine Rivalen es in die Hand bekommen und meinen Ruhm stehlen. Ich könnte das Traktat für dich überbringen. Und dann ist er noch mein lieber Sohn. Heute haben wir uns gestritten. So erbittert. Ohne seine Vergebung kann ich nicht. Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt. Nein, zuerst das Traktat. Hilf mir, es zu holen. Bitte. Ach, ist das da drinnen? Das werde ich tun. Mein Vater war Architekt. Auch ihm hat ein Rivale den Ruhm streitig gemacht. Was ist überhaupt ein Traktat? Ah. Mein Herz. Keine Ahnung, was ein Traktat ist, muss ich erstmal schauen. Aber ich glaube, wir haben hier einen Aussichtsposten. Also wir sind hier, glaube ich, bei einem. Zufälligerweise. Ach, da kommen wir gar nicht. Hey, wie soll man denn da hochkommen? Ach, da seitlich. Ja, nee, so. Ja, mal schauen. Hä?
hier hoch? Hä? Da kommen wir doch. Achso, kann man verschieben, oder was? Na schön. Aha, sehr interessant. Sternwarte und so. Na, ich weiß, Codex öffnen machen wir jetzt aber nicht. Und hier ist auch irgendwo ein Aussicht. Boah, ich hoffe, ich fliege hier nicht runter. So wie der hier rumspringt, ist es kriminell und gefährlich zugleich. Das sind die Felder. Oh, die ganzen Blumen. Oh, wie schick. Okay, die Weltkarte ist geöffnet. Was haben wir da? Geschichte aus Bagdad. Okay, alles klar. Haben wir jetzt noch ein Schnellreiseding? Codex kann man hier öffnen. Bla bla bla. Da haben wir noch so ein Ding. Gut. Was ist was der Willkeurordnung? Fokus. Okay, dem müssen wir halt helfen. Tür ist von der anderen Seite verschlotzen. Kann man nicht rein? Da, schau, der geht aber nicht. Backt und backt und backt und backt. Ich weiß nicht, wie es bei den alten Teilen war, weil Halla, König, war genau der gleiche Krampf. So, das ist gebracht. Ach, komm, so nur rein. Warte, da ist auch noch was. Komm mal. Hä? Wir können nicht schlagen? Da jetzt. L-U-A-L. Ah, hallo. Ja, komm, schwing die doch. Ja, komm, ja. Geht nicht. Da könnte ich manchmal wirklich eine Krätze bekommen. Wenn der es dann nicht hoch schafft. So, wie kommen wir dann da rein? Wir waren ja gerade eben vorhin oben drauf. Oh. Da, ich. Boah, ich hätte gerade so gerne die Facecam an. Weißt du, ich hab. Ich drücke halt nach rechts und der läuft nach links. Nee. Keine Worte. Einfach keine Worte. Ich hab da kein... Oh Gott. Ich drücke. Keine Ahnung. 5 Stunden später, wir haben es bald geschafft. Sind wir wieder hier? Da waren wir ja vorhin schon. Ohne diesen Parcours außenrum. So, hier lang. Da waren wir ja gerade noch nicht. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Was will er dann für ein Tzatziki? Wie kommen wir da ins Gebäude rein? Mhm.
Dann ist ein Schloss immer in Rot. Da hechelt der rum. Da ist eine Bank. Ah, schön abrollen. Ich glaube, wir haben trotzdem Schaden mitgenommen, oder? Der sieht jetzt auch nicht mehr ganz so bunt aus wie gerade. Blau? Was heißt denn blau? Ach so. Da oben kann man das kaputt schießen. So, jetzt komm. B. Ich. Oh. Zurzeit nicht verfügbar. Aber das ist ja so ein Ding. Oder es geht nicht auf, keine Ahnung. Ach so, Hilfsmittel ist voll. Klar, das brauchen wir halt wahrscheinlich. Das Hilfsmittel. Hier geht's auch noch. Hier geht's nicht mehr. Nö, geht nicht. Puh. Ach so, schau mal hier, Fenster. Deswegen mussten wir das auch verschieben. Hier draufstehen und dann wahrscheinlich das Ding abschießen, oder? Okay, gut. Wissen wir jetzt, wie es geht? War wahrscheinlich so schon vorhin direkt offensichtlich, dass man so etwas machen muss. Hat jeder schon mit seinem Froschauge entdeckt, natürlich. Aber der alte Knacker hier vom Rechner, der nicht, nee. Hab ich auch nicht. Stimmt auch. Aber naja. Wir sind Hinweis an mich selbst, hä? Vielleicht verliere ich den Verstand, aber ich hatte gerade einen Einfall und muss ihn aufschreiben, ehe ich ihn vergesse. Die geläufige Theorie setzt unseren Planeten in den Mittelpunkt des Universums, wo die Sonne, der Mond und alle anderen Gestirne um ihn herumkreisen. Boah, wer weiß. Also nein, ist natürlich nicht so. Weiß man natürlich heutzutage, aber viele denken heutzutage immer noch, ja, das ist so hier. Die Erde ist der Mittelpunkt der Welt. Des Universums. Doch was, wenn diese Theorie falsch ist? Ah, was, wenn wir es sind, die gefangen auf diesem Felsen um die Erde kreisen? So, ob verrückt oder nicht, ich habe es aufgeschrieben. Ich fürchte, die Welt mag noch nicht bereit sein für diese Vorstellung, daher muss ich dies von meinen offiziellen Studien getrennt aufbewahren. Wieder müde. Doch wenn ich mit den anderen Dingen fertig bin, werde ich der Sache weiter nachgehen, das schwöre ich. Aha, also war es so jemand. Ich hab gewusst, wie es läuft. Nicht verschickter Brief vom Vater an den Sohn. Mein liebster Sohn, einige Dinge sind leichter geschrieben als gesagt. Hätte ich diesen Ansatz heute früh schon befolgt, hätten wir vielleicht unseren Streit vermeiden können. Ich wollte dir nur etwas klar machen. Meine Studien
sind in der Tat mein Lebenswerk, doch sie sind nicht die Freude meines Lebens. Nein, nur du bist meine wahre Freude. Bitte glaub mir. Nach dem Dahinscheiden meiner geliebten Gattin und deiner hochverehrten Mutter, nun ja, das Leben war danach nicht gerade einfach für uns beide. Jeder suchte seinen eigenen Weg aus der Trauer. Zwei verlorene und einsame Seelen. Doch als dein Vater war es meine Pflicht, für dich da zu sein. Früher war ich es nicht, doch jetzt bin ich es. Lass es meine Schulter sein, auf der du dein Haupt bettest und an der du Trost findest. Komm zu mir, wenn du bereit dazu bist, und wir werden uns gegenseitig heilen. Dein dich ewig liebender Vater. Ja. Brief des Ärztes. Geschätzter Al-Mahini, das Pochen in meiner Brust bereitet mir weiterhin Sorge. Da habe ich dir eine Liste mit Nahrungsmitteln zusammengestellt, die ich dir in deinem Zustand helfen sollten. Spinat, Kichererbsen, Datteln, Zitronen, sowohl die süßen als auch die Birnensorten, Olivenöl anstelle von Sesamöl, iss immer nur kleine Portionen Fleisch und schneide das Fett ab, Brot aus dem Mehl der Sorghumhirse, was? Jedoch nicht aus Weizen, Gerste oder Reis. Halte dich in dieser Liste, dann wirst du sicher noch den Tag erleben, an dem du Großvater wirst. Dein Freund Hunain ibn Nasir al-Dusi. Tusi, keine Ahnung, irgendwas halt. Und was müssen wir jetzt hier holen? Einfach nur einbrechen und wieder abhauen? Und dann zu ihm gehen und irgendwas Bescheid geben? Setz dich. Ich finde das Traktat. Es hat drei Seiten. Ich bewahre sie getrennt auf. Bitte finde sie für mich. Was hat es? Drei Seiten? Aber ja, gar nicht. Das Traktat, und wie finde ich das? Ist es nicht hier? Da oben leuchtet noch irgendwas. Hast du sie, Satiki? Hast du die drei Seiten gefunden? Ach so, da war ich doch gerade. Das waren doch die... Das waren doch die drei Seiten, wo ich gerade da war, oder? Weil das Fenster kann man aufmachen. So, einmal hier. Lesen. So, erste Seite. Zweite Seite. Dritte Seite. Da bist du ja. Ach so. Da draußen flattert auch noch so ein Zettel rum. Ja, nur Geduld. Hast du die drei Seiten gefunden? Der Wind wird stärker. Wie sammle ich das? Hier ist so ein komisches Blatt, wo man hinterher springen muss. Tiefsinn wiegt schwer in meinen Händen. Okay, so. Die drei Seiten haben wir auf jeden Fall. Und auch noch so ein Fliegeblatt. Hast du sie, Satiki? Hast du die drei Seiten gefunden? Das Wahnsinn. Ach, drei. Wir haben gerade erst eine.
Sollen die... Keine Ahnung. Hast du sie, sagt Hickey? Gott. Hast du die drei Seiten gefunden? Warte hier nochmal. Da oben leuchtet noch irgendwas orange. Orange. Dann gehen wir halt kurz mal hoch. Und schauen nochmal nach, was da so leuchtet. Da oben leuchtet halt irgendwas orange. Weil hier ist es gerade nichts. Achso, wir müssen halt wieder da hoch irgendwie. Oh je. So, wie stellt das jetzt der Rentner hier an? So, da hoch und dann da irgendwie wieder rein. Wenn er sich nicht bescheuert anstellt und runterspringt. Jo. Diese Zahlen entziehen sich meinem Verständnis. Das waren alle. Ich muss zu dem Sternkundler zurückkehren. Ach, das waren alle? Okay. Nein. Okay, ein bisschen... So hätte es nicht enden dürfen. Oh. Das ist jetzt... blöd. Mein Vater ist aus dem Leben geschieden. Möge Allah dich trösten. Die Seele verließ ihn, bevor ich ankam. Doch sein Körper fühlt sich noch warm an. Wir haben gestritten. Es war meine Schuld. Ich kam, um mich zu entschuldigen. Doch zu spät. Und du? Wer bist du? Ein flüchtiger Freund. Ich habe das Traktat deines Vaters geholt und biete es nun dir an. Er sagte, es sei sein Lebenswerk. Sein Lebenswerk? Das waren seine Worte, ja. Verstehe. Und was hat er über mich gesagt? Du warst ihm am wichtigsten, das Traktat natürlich du. Er flehte mich an, dich aufzusuchen. Doch ich ignorierte ihn und beschloss, das Traktat für die Nachwelt zu sichern. Die Nachwelt? Allah verfluche dich! Er war mein Vater! Du hast mich der letzten Versöhnung mit ihm beraubt! Geh! Dein Anblick macht mich krank! Lass mich in Frieden um meinen Vater trauern! War die richtige Entscheidung. Also das schreibt im Text. Abgeschlossen, ein Lebenswerk. Okay. Fertigungspunkt 1. Gut, in dem Sinne würde ich wieder sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Mirage. Und dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, mach's gut und tschüss.